Wisst ihr noch, als Tesla 2008 mit dem Roadster das erste Elektroserienfahrzeug mit Lithium-Ionen-Batterien auf den Markt brachte? Seitdem gab es bei der Elektromobilität große Fortschritte. Es gibt aber immer noch Themen, die besser werden müssen. Welche das sind, das schauen wir uns heute an. Da ist schon mal der Preis. Euch ist sicherlich auch schon aufgefallen, dass Elektroautos in der Anschaffung teurer sind als vergleichbare Verbrenner. Und auch wenn sich diese Anschaffungskosten meist in der Gesamtbetrachtung über den gesamten Lebenszyklus eines Elektroautos wieder ausgleichen, ist das für viele doch erstmal eine Hürde. Aber da habe ich gute Nachrichten für euch und hier aufgepasst, denn wer sich in naher Zukunft ein neues Elektroauto zulegen möchte, kann davon profitieren. Mit Wegfall des Umweltbonus ist nämlich ein Trend klar erkennbar, und zwar senken die Hersteller allmählich ihre Preise, und das ist auch gut so. Außerdem stehen auch viele kleinere Elektrofahrzeuge für 20.000 bis 30.000 Euro in den Startlöchern, wie zum Beispiel ein Citroën EC3 oder BYD Dolphin, und sind auch bereits bestellbar. Und zudem ist auch anzunehmen, dass mit steigenden Stückzahlen und sinkenden Batteriepreisen auch die Produktion von Elektroautos zunehmend günstiger wird. Und wie sieht es mit den Energiekosten aus? Die Preise für Ladestrom sind in den letzten Jahren stetig gestiegen, besonders während der Energiekrise 2022. Die gute Nachricht, die Strompreise sind dann aber auch wieder kräftig gefallen, allerdings treiben die Netzgebühren gerade den Preis. In Summe liegt das Preisniveau also jetzt in etwa wie vor der Energiekrise 2022. Nun aber die schlechte Nachricht, das Laden an öffentlichen Ladesäulen ist immer noch hartnäckig teuer und die Ladepreise hartnäckig hoch. Besonders an Gleichstrom-Schnellladesäulen könnt ihr damit kaum sparen und seid teilweise sogar teurer unterwegs wie mit einem sparsamen Diesel. Es bleibt also abzuwarten, ob die Wettbewerbssituation für günstigere Preise an den öffentlichen Ladestationen sorgt. Kommen wir nun zur Reichweite. Eine der wichtigsten Währungen, wenn es um Elektroautos geht, und auch ein beliebter Angriffspunkt für Skeptiker. Und die hat sich in den letzten Jahren definitiv verbessert und es gibt viele langstreckentaugliche Elektrofahrzeuge. Das große Aber, bei den kleineren Fahrzeugen muss noch bei der Reichweite nachgelegt werden. Während man mit einem Verbrenner-Kleinwagen bedenkenlos längere Touren unternehmen kann, ist das mit einem Elektro-Kleinwagen doch eher eine Ladetortur. Denn zu der sowieso schon geringen Reichweite kommen dann noch Autobahnfahrten oder Kälte hinzu, die diese dann nochmal verringern. Das verunsichert natürlich potenzielle Elektromobilisten. Wenn ihr jetzt mehr zur Reichweite wissen wollt, dann schaut doch nochmal gerne hier oben in die Infokarte. Egal wie weit ihr mit eurem Elektroauto kommt, früher oder später müsst ihr laden. Und da ist es ähnlich wie bei den Reichweiten. Die Schnellladeleistungen haben sich in den letzten Jahren verbessert, ja, aber es gibt auch einen Haken. Im Idealfall läuft alles super, aber sobald es kalt wird, kann die Schnellladeleistung spürbar geringer werden. Hier wäre es super, wenn die Hersteller hier nachbessern und dem Kunden die Möglichkeit bieten, bei Bedarf eine Batterieheizung zu aktivieren, damit das Schnellladen bei Kälte besser klappt. Kunden brauchen also mehr und ehrlichere Infos von den Herstellern. Sie sollten ehrlich darüber informieren, mit welchen Reichweiten ihr bei Autobahnfahrten und bei Kälte zu rechnen habt. Und sie sollten auch angeben, wie sich die Schnellladedauer bei Kälte verlängert oder auch verändert. Und wir brauchen auch noch transparentere Infos zur nutzbaren Batteriekapazität unseres Akkus. Da gibt es also definitiv noch Verbesserungspotenzial bei der Informationspolitik der Hersteller. Ist euch das auch schon mal passiert? Ihr wollt laden, aber alle Plätze sind belegt? Doof. Und manchmal sind auch Ladepunkte defekt. Zwar wurde die Ladeinfrastruktur in den letzten Jahren massiv ausgebaut, gerade was die Schnellladesäulen angeht, doch es ist umso wichtiger, gerade weil auch die Fahrzeugneuzulassungen steigen, dass an diesem Ausbau weiter gearbeitet wird, damit auch in kleinen Städten oder ländlichen Regionen Elektroautos mal eben schnell aufgeladen werden können. Zum anderen sollte die Zuverlässigkeit von Ladesäulen und die Reparaturzeit verbessert werden. Aktuell ist es so, wenn eine Ladesäule defekt ist, dass die Reparatur meist Wochen oder gar Monate dauern kann. Wie steht ihr zu diesem Thema? Und was denkt ihr zu den Verfügbarkeiten? Und hattet ihr schon mal schlechte Erfahrungen? Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare. Ich habe jetzt eine funktionierende und freie Ladesäule gefunden und wie ihr seht, hier herrscht reges Treiben und die Autos wechseln ständig. Wünscht ihr euch nicht auch manchmal, dass das Bezahlen an der Ladesäule einfacher wäre, ganz ohne Ladetarife, so wie an der Tankstelle?
Falls das so ist, dann habe ich jetzt gute News für euch. Denn ab April 2024 müssen alle neuen Schnellladesäulen in der EU über ein Kartenterminal mit den gängigen Zahlungsmitteln verfügen. Und alle alten Schnellladesäulen, die müssen bis 2028 nachgerüstet werden. Und nicht nur an der Ladesäule, sondern auch online über Apps sollten die Ladepreise einsehbar sein. Das sollte in 2024 doch eigentlich normal sein, oder? Dafür müssen die Ladepreise dann tagesaktuell in einer Datenbank aktualisiert werden. Tja, auch das gehört zum Fahrspaß dazu. Auch ein Elektroauto braucht Service und Reparaturen, wie wir bereits in einer anderen Folge schon erläutert haben. Eigentlich ist es ja so, dass Elektroautos weniger wartungsintensiv sind als Verbrenner. Und da sollten dann eigentlich auch die Kosten geringer sein, oder? Manchmal ist aber genau das Gegenteil leider der Fall. Es kommt einem vereinzelt so vor, als ob der wegfallende Ölwechsel durch höhere Stundensätze ausgeglichen wird. Da kommt dann natürlich schlechte Laune auf. Denn der geringere Aufwand sollte sich ja eigentlich auch in geringeren Kosten widerspiegeln. Da hilft nur eins: Angebote einholen und vergleichen. Langsam kommen die ersten Elektroautos etwas ins Alter und damit auch raus aus der Garantie. Wenn jetzt eine Reparatur ansteht, dann kann das teuer werden. Hersteller bieten aktuell häufig für defekte Teile noch keine Reparaturlösung an, sondern nur den Tausch der kompletten Komponente. So muss beispielsweise ein Kunde mit einem simplen defekten Wälzlager gleich einen neuen Elektromotor für mehrere tausend Euro kaufen. Da müssen die Hersteller unbedingt nachbessern und auch Reparaturlösungen für einzelne Komponenten anbieten, gerade wenn sich entsprechende Stellen auch als Schwachstellen entpuppen. Und was können wir Elektromobilisten jetzt selbst noch besser machen? Schreibt es doch gerne mal unten in die Kommentare. Oder schaut euch nochmal unsere Folge zum Ladeknigge an, welche wir euch hier oben in der Infokarte einblenden. Das waren einige Dinge, wo ich noch Verbesserungspotenzial bei der Elektromobilität sehe. Und ich hoffe natürlich, dass viele Ladesäulenbetreiber, Werkstätten und auch Hersteller sich diese Folge anschauen werden. Wie sieht es denn bei euch aus? Welche Verbesserungspotenziale seht ihr denn noch bei der Elektromobilität? Und welche Entwicklungen gefallen euch schon richtig gut? Schreibt es doch gerne mal unten in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen heute. Lasst gerne noch ein Like oder ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Eure Marie.